Ich bin bereit. Ist der dritte und letzte Teil von dem, was ich gerne als die Dunstan Melton Trilogie von Saw bezeichne und außerdem zum dritten Mal von einem anderen Regisseur inszeniert. Teil 4 von Saw wurde noch von Darren Lynn Bousman inszeniert, bei Saw 5 saß David Hackel am Regiestuhl und für Teil 6 kommt jetzt Kevin Greutert. Allerdings ist auch der kein Neuling, was Saw betrifft. Er war von Saw 1 bis 5 bei jedem Teil am Filmschnitt beteiligt und hat unter anderem auch den Thriller The Strangers gecuttet. Und außerdem gab es den Kameramann David A. Armstrong, der von Saw 2 bis 6 dabei war und dann die Reihe verlassen hat und danach tolle Filme geliefert hat, wie zum Beispiel Hellraiser Revelations. Saw 6 ist außerdem der erste Saw-Teil, wenn wir gerade quasi beim Trivia-Dump sind, bei dem zum ersten Mal auf am Körper getragenen Fallen digitale Zeitanzeigen zu finden waren. Und zum Abschluss von diesem Intro, es war der erste Saw-Film, der in Spanien ein X-Rating bekommen hat. Und das bedeutet, dass nur ganz wenige Pornokinos diesen Film zeigen könnten. Disney hatte allerdings schon ziemlich viel Werbung gemacht. Ja, in Spanien kommt Saw von Disney. Wrap your head around that. Und es wurden schon 300 Kopien an die Kinos verschickt. Man hat die Freigabe erfolglos angefochten und das Einzige, was man dann im Endeffekt tun konnte, ist, den Film in einer gekürzten Fassung zu zeigen. In Deutschland bekam der Film allerdings selbst in seiner Unrated-Fassung ein BOJK-Kennzeichen und konnte damit ungekürzt veröffentlicht werden. Beginnen wir einfach einmal den Film so logischerweise, wie er beginnt. Wir sehen eine Falle, gerne wieder mit Tape und Billy und zwei Charaktere, die auf dem Kopf sein Teil haben, das aussieht wie eine Billig-Version der Bärenfalle und folgendes Ziel hat diese Falle. Und schauen wir mal, ob wir erraten können, wieso diese Szene in dem Film ist. Beide Charaktere stehen sich gegenüber. In der Mitte von ihnen befindet sich eine Waage. Derjenige, der in der vorgegebenen Zeit mehr Gewicht auf diese Waage legen kann, der gewinnt. Der andere stirbt. Das Blöde ist, das Einzige, was zum Erzeugen dieser Gewichte vorhanden ist, sind Messer, Hacke, Beile und sonst irgendwas. Das heißt, man kann sich in etwa vorstellen, wie die Waage zu ihrem Gewicht kommen soll. Und wir haben jetzt dann eine Falle, die sagenhafte 2 Minuten und 10 Sekunden ausschließlich zeigt, wie sich Leute irgendwelche Körperteile abschlagen. Der Kerl, der sich quasi den Speck vom Bauch runterschneidet, sie, die mit gefühlten 934 Beilhieben sich einen Arm abhackt und das Ganze unglaublich ausgedehnt, unglaublich grafisch dargestellt. Die Kamera hält eigentlich nur mehr voll drauf. Und jeder, der irgendwie meint, na, so und Gewalt, ne, also na, so würde doch nie irgendwelche Szenen nur deswegen zeigen, um irgendwelchen pointless Splatter unterzubringen. Und ganz ehrlich, selbst die Falle von Seth Baxter am Anfang von Saw 5 war meiner Meinung nach dahingehend zwar wahnsinnig hart und effektiv und doch für die Story irgendwie notwendig, aber ziemlich selbstzweckhaft inszeniert. Gegen diese Eröffnungsfalle kann sie aber trotzdem irgendwie so gar nichts einwenden. Naja, nachdem wir die Falle hinter uns haben, sehen wir dann als Flashback das Finale zwischen Hoffman und Strahm aus Saw 5. Natürlich müssen wir wieder sehen, wie Strahm zerquetscht wird, wie das Blut auf Hoffman
fällt. Wir fragen uns einfach noch einmal, wieso er das so konstruiert hat, obwohl er es wahrscheinlich eh gar nicht konstruieren könnte. Dann sehen wir den von mir schon angesprochenen Apparat, der noch dazu Hoffmans Glassarg quasi in einen nächsten Raum gleiten lässt. Er kommt dann aber wieder zurück, um sich quasi, nachdem er gesehen hat, wie Strahm über ihm zerquetscht wurde, scheinbar noch einmal überprüfen kann, ob er auch wirklich tot ist, wo dann quasi dieser Strahm-Schlatz auf den Boden donnert, war auch wirklich ganz, ganz wichtig und sicher nicht irgendwie unnötig und selbstzweckhaft, um nur irgendwelche Gore-Aufnahmen in den Film zu bringen, anana. Und zum ersten Mal seit dem Anfang von Saw sehen wir jetzt dann etwas, nämlich die Backstory eines fallen Charakters, bevor dieser in die Falle kommt. Wir haben jetzt eigentlich eine relativ lange Zeit, die wir verbringen mit William, dem Chef von ihm, seiner Krankenversicherung, der quasi dessen Job daraus besteht, Leuten zu sagen, ob sie für ihre Behandlungen Geld von der Versicherung bekommen oder nicht. Wenn ich genau darüber nachdenke, sehen wir in dem ganzen Film nicht eine Person, der William irgendein Geld zuerkennt. Also ja, wir wissen, William ist in gewisser Form eine Art Todesengel und spricht indirekt dann auch Todesurteile aus. Weil wenn er sagt, ah ja, 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 du hast schon irgendwie so einen Krebs, aber Geld, na, ist schon bitter. Wird's möglicherweise nicht mehr wahnsinnig lang dauern. Also ist das vielleicht jetzt nicht ein wahnsinnig sympathischer Charakter, vor allem, wenn wir dann noch im späteren Verlauf des Films auch erfahren, wieso er auf dem Radar von Jigsaw gelandet ist. Als nächste Szene hört sich Hoffman auf einer Audiokassette quasi die Wagenfalle vom Anfang des Films an, was ich irgendwie so gar nicht erklären kann, weil ganz ehrlich, wenn er die Falle irgendwie nacherleben will, warum hat er sich kein Video davon machen lassen? Was bringt ihm eine Audiokassette? Nächste Szene, wir finden die Leute aus der Wagenfalle quasi, dass wir aus denen vielleicht noch ein kleines bisschen Gore rausbringen können. Und zum allerersten Mal gibt es bei einem Jigsaw-Tatort Fingerabdrücke. Und zwar Strahms Fingerabdrücke. Wow! Ja? Und das Beste ist, Hoffman ist so subtil, weil nachdem man nie bei Jigsaw, nachdem Jigsaw immer so fein und säuberlich gearbeitet hat, dass man nie Fingerabdrücke gefunden hat, jetzt findet man 3. Auf der Leiche und auf der Waage, gut auffindbar platziert. Das ist wirklich so unauffällig, oder? Und jetzt kommt der größte Reveal, den ich auch in den letzten Reviews zu den letzten Saw-Filmen immer wieder ein kleines bisschen aufgepusht habe, weil Agent Perez lebt. Was für eine Überraschung, dass sie von den 3 Kratzern, die sie in Sophie abbekommen hat, nicht doch gestorben ist. Und als Erklärung gibt's ganz einfach, Erickson hat den Tod nur vorgetäuscht, weil er zwar wusste, dass Jigsaw irgendwo einen Assistenten hat und auch irgendjemanden hat, scheinbar der Polizist ist, und er wusste nicht, wer es ist und wusste dadurch auch nicht, wem er vertrauen konnte. Und Strahm und Perez haben eben in diesem Fall ermittelt, haben den dann fallen lassen müssen, und daher hat's irgendwie die Vermutung gegeben, dass es möglicherweise Strahm ist, der da in Verbindung mit Jigsaw ist. Und kommentiert wird das Ganze dann als eine Falle, in der der einzige Weg nach draußen bedeutet, dass sie sich gegenseitig abschlachten müssen. Falsch! Ganz einfach, falsch! Hast du nicht hingeschaut bei der Falle oder hat niemand das Drehbuch gelesen oder vielleicht hat niemand einmal überhaupt ein Drehbuch geschrieben für diesen Dialog? Weil ganz ehrlich, es ist offensichtlich, sie mussten nicht sich gegenseitig abschlachten, sondern sich selbst auch vielleicht nicht abschlachten, sondern nur aufschlachten, also quasi nur Teile von sich ab. Egal, jedenfalls sie mussten sich nicht gegenseitig abschlachten, und wieso eine Polizistin, die quasi einen Tatort besichtigt, da nicht draufkommen kann, das finde ich eigentlich ziemlich bedenklich. Naja, als nächste Szene geht dann Hoffman zu der Überlebenden aus der Wagenfalle im Krankenhaus, die direkt überzeugt davon ist, dass Jigsaw der Täter ist und Jigsaw derjenige ist, der das angetan hat. Scheinbar hat sie die riesigen Zeitungsartikel, in denen stand, Jigsaw ist tot, noch nicht bekommen, und
In einem Flashback sehen wir dann, wie John Kramer und Jill Tuck ein Video für ihren gemeinsamen Sohn Gideon machen. Und wir sehen noch einmal außerdem dann die Rückblende, wie Jill ihren Sohn dann wieder verliert. Wir erinnern uns an die Box, die Jill von John Kramer im fünften Teil quasi über den Notar überreicht bekommen hat. Ah ja, stimmt. Das fällt mir eigentlich auf. Am Anfang von Teil 5 bekommt Jill Tuck diese Box überreicht und ich dachte mir noch, ey cool, spannend, bin schon sehr interessiert dran, was in dieser Box im Endeffekt drinnen ist. Und dann wird sie im ganzen Film nicht ein einziges Mal auch nur ansatzweise wieder erwähnt. Ja, und jetzt erfahren wir das erste Mal, was in der Box drinnen ist, nämlich einige Kuverts mit Nummern und auch irgendein technisches Gerät, was man aus dem Winkel, aus dem sie es uns zeigen, nicht direkt erkennen kann. Irgendwie gemein und erinnert mich aber ehrlich gesagt auch irgendwie an den Moment, wo in Saw 1 Adam die Sägen aus diesem Sack rausnimmt und wir ganz dezent erkennen können, dass in dem Sack noch irgendwas drinnen ist und die Sägen nicht das einzige sind, was Adam da sieht. Als nächstes befindet sich Hoffman in der Gerichtsmedizin und wir sehen einen Flashback zu Jigsaws Autopsie und hören noch einmal das Tape aus Saw 4, wo Jigsaw quasi zu Hoffman sagt, dass er doch nicht glaubt, dass er ohne Test wirklich davonkommen kann. Das macht jetzt im Zusammenhang wirklich mehr Sinn und das zeigt, finde ich, auch relativ cool, wie diese Melton Dunstan Saw Trilogie aufgebaut ist, weil im vierten Teil hat man sich bei dem Satz mehr oder weniger eigentlich nicht wahnsinnig viel gedacht. Jetzt natürlich, wo wir wissen, dass Hoffman und Jigsaw in Verbindung miteinander standen, macht das Ganze wahnsinnig viel Sinn. Und um ehrlich zu sein, wenn ich das jetzt so höre, dann denke ich mir, Alter, wie hast du da nicht drauf kommen können? Das ist ja eigentlich offensichtlich, ja? Du glaubtest doch nicht, dass du ungetestet davonkommst. Ja, aber wie kann er das irgendwie ansatzweise glauben, wenn er mit Jigsaw vorher noch nie irgendwas zu tun gehabt hat? Naja, jetzt kommen wir aber auch noch drauf, dass das Puzzleteil, das aus der Leiche bei der Wagenfalle geschnitten wurde, mit einem anderen Messer rausgeschnitten wurde als bei den früheren Jigsaw-Opfern. Interessanterweise mit genau demselben Messer, das auch bei Seth Baxter zum Einsatz kam. Ein Messer quasi mit einer unregelmäßigen Klinge, während Jigsaw seine Puzzleteile immer mit einem Skalpell rausgeschnitten hat. Da frage ich mich dann erstens einmal, wenn Hoffman mit Jigsaw zusammengearbeitet hat, wieso hat Jigsaw ihm das nicht gesagt, wie er das machen soll? Und vor allem, weil, ich meine, gut, bei Seth Baxter ist es eine Sache, da wusste er es noch nicht, da hatte er noch keinen Kontakt mit Jigsaw. Aber jetzt, während der Inszenierung der Wagenfalle, ist das schon ein bisschen was anderes. Und vor allem, können die Polizisten nicht eins und eins zusammenzählen? Ich meine, ganz ehrlich, ich sag's schon so oft und ich muss es einfach noch einmal sagen, die Polizei in Saw ist einfach nur blöd. Weil ganz ehrlich, dass es da vielleicht einen zweiten Täter gibt, das ist so offensichtlich. Und wenn wir uns genau ansehen, die Akten und die Beweise und alles, was es gibt, ich meine, selbst Strahm hat das im Alleingang im fünften Teil herausfinden können und irgendein möglicherweise Ermittlungs Team der Polizei hat scheinbar keine Chance, weil Hoffman, ich erinnere dran, Billypuppen, rosa T-Shirt, roter Pfeil, hallo, ich bin Jigsaws Helfer, das gibt es nicht, ja, dass ihm da niemand draufkommt. Und das nächste, was Hoffman irgendwie blöd macht in dem Teil, ist, bei der Wagenfalle wurde kein Tape gefunden. Warum hat Hoffman das Tape bei der Wagenfalle mitgenommen? Jigsaw hat seine Tapes immer dort gelassen. Auch das fällt auf. Und vor allem, man könnte vielleicht sagen, gut, wenn Hoffman diese Tapes dann selbst eingesprochen hat, dass er vielleicht nicht will, dass man auf seine Stimme draufkommt. Gut, warum hat er es dann bei Seth Baxter nicht weggenommen? Gerade Baxter, gerade der einzige von allen Jigsaw-Opfern, der ansatzweise eine Verbindung mit Hoffman hatte, wo die Tatsache, dass Hoffman vielleicht an seinem Tod irgendwie beteiligt war, so offensichtlich ist. Und gerade da vergisst er auf diese ganzen Sachen. Na gut, vielleicht hat er sich damals noch gedacht, ja, Jigsaw, lass die Tapes immer zurück, dann tue ich das halt auch.
Weil ich weiß ja nicht, dass wir bei der Polizei irgendeine Audioanalyse hatten, wo man vielleicht irgendwann einmal draufkommen könnte, dass ich das gesprochen habe. Was mich dann wieder zu dem Punkt zurückbringt, wieso er das Tape jetzt bei der Wagenfalle mitgenommen hat. Das macht dann nämlich eigentlich immer noch keinen Sinn. Aber gut! Und das nächste, was mir so auffällt, was Hoffman als Charakter und als Mörder so uninteressant dann teilweise macht, jedes Mal, wenn irgendein neuer Beweis auftaucht, sei es jetzt bei der Tatortbegehung von der Wagenfalle, sei es jetzt in der Autopsie, jedes Mal, wenn irgendwas passiert, erinnert Hoffman dran, dass es Strum noch gibt. Jedes Mal taucht Strums Name auf und er bringt irgendwas ins Spiel, was mit Strum zu tun hat, oder begeht quasi nur Name-Dropping. Oh, Strum, oh, Strum, oh, Strum. Warum? Ja? Ich meine, er könnte zumindest, was weiß ich, dieser Detective Strum als Koch wäre interessant, er würde halt nur Pastrami machen. Entschuldigung. Als nächster Big Reveal von Saw 6 erfahren wir dann jetzt, dass Detective Hoffman und Jill Tuck gemeinsame Sache machen und dass sie am finalen Spiel von Jigsaw arbeiten. Hoffman übernimmt die Kontrolle, meint, er will alleine weitermachen. Jill sagt, ihr ist das eigentlich wurscht, weil sie führt ja nur Jigsaws letzten Willen aus. Und Hoffman meint, dass sobald alles erledigt ist, sobald dieses Spiel fertig gespielt ist, werden die beiden nicht mehr miteinander sprechen. Kann ich gut verstehen, ich würde mit Hoffman auch nicht wirklich gerne reden wollen. In einem Flashback sehen wir dann, dass John Jill erklärt, dass Sucht irgendwie ein Teil der Menschlichkeit ist und dass man das durch Jills Tätigkeit in dieser Klinik nicht heilen kann und führt als Beispiel Amanda vor, die übrigens dann wieder rückfällig geworden ist, weswegen sie im zweiten Teil noch einmal, aber egal, er führt sie vor als Beispiel und sagt, heilbar ist man nur durch meine Methode. Und das ist dann scheinbar auch der Grund, wieso so viele Opfer aus Jigsaws bisherigen Fallen irgendwo einmal dann auch in Jills Klinik zu sehen waren. Wir sehen jetzt dann, dass William, der Typ von der Versicherung, einen Bericht über Jigsaw im Fernsehen sieht, dann fällt plötzlich das Licht aus, er sieht einen Schatten von einem Mann mit Waffe, zückt seine Pistole aus dem Schreibtisch, weil die hat man scheinbar im Büro, versteckt sich, erschießt dann den Typen, der sich anschleicht, schreit ihn an, ja, er schreit ihn an, er dreht sich mit seiner Waffe um und wird erschossen und im Endeffekt kommt dann William drauf, dass das ein Sicherheitsbeamter ist. Kurze Frage, ein Sicherheitsbeamter, wenn William ihn anschreit und quasi sich zu erkennen gibt und sagt, er soll sagen, wer er ist und so weiter, wieso reagiert er nicht richtig drauf? Sagte nicht Hilf, halt, nicht schießen oder irgend sowas. Wieso dreht sich der mit seiner Waffe einfach um? Außerdem natürlich die nächste Frage, wieso sobald das Licht ausfällt, es genau 2 Sekunden dauert, bis dieser Sicherheitsbeamte mit gezückter Waffe dort an dem Fenster vorbeigehen kann. Naja, im Hintergrund kommt dann auf jeden Fall jemand, betäubt William und er ist im Spiel. Und damit wir jetzt Saw 6 ein kleines bisschen auf Zahlen reduzieren können, wir haben bis zur 8. Filmminute eigentlich Splatter pur gehabt, nicht wirklich wahnsinnig viel Gehaltvolles. Und dann jetzt bis zur 26. Minute Handlung. Und jetzt gibt es das erste Mal ein Tape für William, nicht mit Billy Puppe, sondern wo sich Jigsaw höchstpersönlich hinsetzt und William erklärt, dass er 60 Minuten Zeit hat, um 4 Tests zu absolvieren, was ich eigentlich relativ clever finde, weil der Film noch exakt 60 Minuten dauert. William hat über alle seine Hand- und Fußgelenke so explosive Ketten und er muss halt nach jedem Test, findet einen Schlüssel und kann sich eines davon abmachen. Der erste Test, den er absolvieren muss, ist gegen seine Reinigungskraft, die wir vorher, oder gegen den Hausmeister, glaube ich war es, den wir vorher in einer Einstellung quasi gesehen haben, wo ihn William begrüßt hat oder sonst was, oder verabschiedet. Und sehr, sehr gemein, weil alle Tests, die Jigsaw jetzt William quasi auferlegt, basieren auf dessen Formel, mit dem er die ganzen Fälle immer reviewed hat und dann entschieden hat, wer das Geld für seine Behandlung kriegt und wer nicht. Das heißt,
immer lässt Jigsaws darauf ankommen und erwähnt auch in diesem ersten Tape, dass quasi der Hausmeister trotz hohem Blutdruck weiter raucht und so weiter. Und die böse, böse Falle ist, sie dürfen nicht atmen. Jedes Mal, wenn sie atmen, schließt sich quasi so ein Metallteil oder, glaube ich, Betonteil, was sie um den Bauch mehr oder weniger haben, drückt weiter zusammen und irgendwann einmal wird man dann halt zerquetscht. Die beiden versuchen die Luft anzuhalten und das ist irgendwie eine Folter und eine Falle, wo man wieder wirklich mitspüren und mitfühlen kann, weil das finde ich eigentlich richtig grauslich und richtig gemein ist, weil man, kennt ihr das? Jedes Mal, wenn im Film jemand tauchen geht oder die Luft anhält oder sonst irgendwas, man macht das selbst mit und man überprüft sofort, hey, hätte ich das auch geschafft, hätte ich das auch gekonnt und ja, William hätte wahrscheinlich gewonnen. Naja, es ist eine wirklich harte Falle und eine, die, was mich sehr wundert, weil nachdem der Film quasi in den ersten Minuten quasi den Gore-Faktor auf 120 nach oben getrieben hat, ist es jetzt eine Falle, die vom Blutfaktor eigentlich eher zurückhaltend ist. Wir sehen dann außerdem, dass zwei Leute William und sein Spiel beobachten aus einer Zelle und das Ganze ist irgendwie so dasselbe Twist wie in Saw 3, nur halt, dass die Frau und ihr offensichtlicher Sohn nicht Williams Familie sind, sondern die Familie von dem letzten Typen, dem William die Behandlung verweigert hat und der deswegen dann im Endeffekt gestorben ist. Und wir sehen, dass es einen Säurebehälter und so eine Sprinkleranlage gibt. Das könnte nur interessant werden. Und außerdem gibt es eine nervige Reporterin, die dem Fall die ganze Zeit nachläuft und abwechselnd Hoffman und Jill irgendwie auf die Nerven geht, die das erste Mal in Saw 6 eine wirklich größere Rolle spielt. Ich meine, in Saw 5 war sie auch schon kurz dabei und es dauert eh nur bis zur 35. Minute, wo sie dann entführt wird. Und wenn ich eigentlich so nachdenke, selbst nach ihrer Entführung ist ihre Bedeutung für den Film wahnsinnig gering. Naja, auf jeden Fall, was mir auffällt bei Saw 6, ist, dass Jigsaws Philosophie prinzipiell wesentlich dominanter hier ist als noch in anderen Saw-Teilen. Also solche Sätze wie, nur wenn eine Person im Angesicht des Todes ist, dann zeigt sie, ob sie den Willen hat zu überleben. Das sagt er zuerst zu Jill und dann auf der Party zu William und es fällt aber eines auf, es ist vor allem cineastisch quasi ein riesiger Unterschied, ob man den Zuschauer diese Philosophie erleben lässt und ob man quasi Spiele, die auf diese Regel aufgebaut sind, zeigt und einen selbst zu diesem Schluss kommen lässt oder ob man es einfach nur in jeder zweiten Zeile vorträgt. Da gibt es auch dieses bekannte Filmgesetz Show, Don't Tell. Und das ist genau das, was Saw 6 meiner Meinung nach immer häufiger macht. Es wird Jigsaws Philosophie dann auch im siebten Teil noch mehr erwähnt und noch häufiger. Allerdings wesentlich weniger subtil, als das jedes Mal, jemals vorher war. Und es wird einfach darauf reduziert, dass nur einzelne Charaktere das rezitieren, was quasi der Catchphrase von Jigsaw war. Und das dann in Momenten, wo es meiner Meinung nach nur noch bedenklicher wirkt, als es das eh schon täte. Und in der Zwischenzeit geht dann William bei seinem Spiel weiter, quasi ist auf dem Weg zur zweiten Falle und wir sehen so ein paar Terrarien, ein paar verlassene und mir kommt der Gedanke, das Ganze spielt irgendwie in einem verlassenen Tiergarten, wo ich mich allerdings auch wiederum fragen muss, wie kann man dort dieses Spiel veranstalten, ohne dass das irgendjemandem auffällt? Und vor allem die zweite Falle, man muss sich jetzt einmal ganz kurz den Gedanken machen, was es bedeutet, diese Falle aufzubauen. Folgendes. Wir haben einen großen Raum, quasi irgendein ehemaliges Terrarium, keine Ahnung, wo so Platten an der Wand befestigt sind, wo zwei Leute stehen. Um den Hals haben sie Stacheldraht, das heißt, der muss oben auch noch irgendwo befestigt sein. Außerdem gibt es eine Vorrichtung, wo die Billy-Puppe rauskommt. Derjenige, der am Ende das Spiel verloren hat und tot ist, wird nach oben gezogen. Das heißt nicht nur, dass der
Stacheldraht oben irgendwo befestigt werden muss. Es muss auch eine Rolle geben. Abgesehen davon, es muss eine Rolle sein, die mit Stacheldraht, mit einem quasi unebenen Draht zurechtkommt. Es muss diese Schaltpult geben, an dem William arbeitet. Es muss diese zwei Griffe geben, die er festhalten muss. Und es muss im Endeffekt zwei Bildschirme geben, wo man eben die Fotos von diesen beiden Kandidaten sieht. Das alles in einem verlassenen Tiergarten, wo der trotzdem noch irgendjemanden gehört, wo trotzdem, was weiß ich, vielleicht noch irgendwelche Securities sind, weil die gab es in Mirrors ja aus irgendeinem Grund auch. Und irgendwie macht das meiner Meinung nach vergleichbar viel Sinn wie der Aufbau von dieser riesigen Bettfalle in Saw 4. Aber egal, das Einzige ist, was mir sehr deutlich auffällt bei der Falle, ist, dass das erste Mal Billy in Person die Falle ankündigt. Also es gibt kein Videotape, sondern nur mehr ein Audiotape und dazu bewegt Billy den Mund. Und was ich sehr gemein finde an der Falle ist eben, dass William auf jeden Fall einen von seinem Team umbringen muss und quasi selbst entscheiden muss, wie ich vorher schon gesagt habe. Jigsaw lässt ihn entscheiden, wer hat quasi die höhere Überlebenschance, wer hat's eher verdient. Und man merkt natürlich den beiden Opfern an, dass das Bitten und das Flehen ums Überleben, und man merkt William ganz, ganz besonders an, plötzlich, wie schwer es ihm fällt, so eine Entscheidung zu treffen. Und wie auch die erste Falle ist das meiner Meinung nach eine, die nicht wahnsinnig übertrieben blutig inszeniert wurde. Weil eines ist natürlich besonders gemein, nachdem William dann seine Entscheidung getroffen hat und einer erhängt wurde, donnert dessen Körper gegen die Scheibe und die wird ein bisschen mit Blut aus seiner Halsschlagader vollgespritzt. Aber trotzdem verglichen mit der allerersten Falle des Films ist auch das nicht wahnsinnig übertrieben in seiner Zeigefreudigkeit. In einem Flashback sehen wir jetzt, wie Hoffman die Rat-Trap zusammenbaut und Jigsaw währenddessen von Amanda im Rollstuhl vorbeigeführt wird. Jigsaw kritisiert irgendein kleines Detail, das Hoffman ausbessern wollte, und wir sehen ganz, ganz besonders deutlich in der Szene, wie sehr sich Amanda und Hoffman eigentlich hassen und wie sehr es zwischen den beiden Spannungen gibt. Und das ist für mich irgendwie eine der fast tragenden Dynamiken von Saw 6 und vor allem den Flashback-Szenen, weil das Amanda und Hoffman quasi um die Gunst von Jigsaw, um seine Aufmerksamkeit und zu einem gewissen Grad um seine Wertschätzung buhlen, das ist meiner Meinung nach sehr, sehr gut inszeniert worden und das wird auch von allen drei Schauspielern wirklich gut gespielt. Es gibt dann auch beispielsweise noch einen Moment, der für mich wieder etwas die subtilere Seite von Saw verkörpert, wie Timothy, der Kerl, der dann im Endeffekt in der Rat-Trap gelandet ist, von Hoffman aus der Schubkarre einfach auf den Boden geschmissen wird und Jigsaw ihn anschaut und meint, das ist ein Mensch, den er da vor sich hat, und wir eigentlich dadurch sehen, wie genau unterschiedlich die Philosophien und Einstellungen zum Leben und zum Menschsein von Jigsaw und von Hoffman eigentlich in Wirklichkeit auch sind und wie komisch es eigentlich ist und wie quasi unvereinbar diese beiden auch sind, wenn man es so genau dann auch noch sehen will. Wir haben dann jetzt noch einen weiteren Flashback und sehen quasi das, was wir uns die ganze Zeit schon gedacht haben, dass William auch derjenige war, der Jigsaw das Geld für seine Krebsoperation, für irgendeine besondere Behandlung, die er gefunden hätte, verweigert hat. Und Jigsaw versucht Werbung für die Behandlung zu machen, erzählt ihm die Erfolgschance und so weiter, und William meint, er kennt die Behandlung und vor allem hätte Dr. Gordon, der Arzt von Jigsaw, gemeint, dass diese Behandlung möglicherweise Erfolg hätte, dann hätte er sie ja auch vorgeschlagen. Das heißt, wir wissen jetzt direkt, wieso Gordon und William im Endeffekt in Jigsaws Spielen gelandet sind, wobei mich das eigentlich wieder nur dazu einlädt, Jigsaws Philosophie ein kleines bisschen zu hinterfragen. Weil die beiden, oft hat Jigsaw gesagt, er nimmt die Leute für seine Spiele, die ihr Leben nicht richtig wertschätzen können. Das Problem haben aber weder Gordon noch William.
Hier geht's meiner Meinung nach eigentlich eher darum, dass Jigsaw die Wertschätzung des Lebens möglicherweise ausgedehnt hat auf die Wertschätzung des fremden Lebens, was man vielleicht William eher noch unterstellen kann, aber Gordon war sicher einer, der um die Gesundheit seiner Patienten, der sicher daran interessiert war, dass John Kramer geheilt wird, aber halt einfach keine Chance mehr hatte möglicherweise. Und teilweise kommt mir der Gedanke, als ob Jigsaw diese Wertschätzung des Lebens nicht teilweise doch nur zu einem gewissen Grad als Grund einfach nur vorschiebt, um dann im Endeffekt trotzdem nichts anderes zu machen, als Rache zu üben an jemanden, der ihn quasi offensichtlich irgendwie geschadet hat. Und außerdem frage ich mich natürlich, ob jetzt diese ganze Geschichte mit Dr. Gordon und mit William zu einem gewissen Grad vielleicht auch als Kritik am amerikanischen Gesundheitssystem verstanden werden kann. Williams dritter Test ist das nächste, was wir auf unserer Saw 6 Agenda haben. Und zwar ist das die sogenannte Maze Trap, die Irrgartenfalle, wo die Anwältin von Williams Firma durch einen Irrgarten gehen muss und William muss ihr quasi helfen, dass sie da durchkommt. Beispielsweise irgendein heißer Dampf versperrt ihr den Weg und quasi in bester Videospieltradition muss William einen Schalter umlegen, der diesen Dampf abschaltet. Blöderweise leitet er dadurch den Dampf allerdings aus einem anderen Rohr ab und das ist dann meistens mitten auf ihn gerichtet. So geht das eine kleine Weile weiter. Das Ganze ist ziemlich intensiv gefilmt und meiner Meinung nach kann man die Schmerzen von beiden wirklich wieder mal furchtbar nachempfinden und das Ganze ist ziemlich grausam, allerdings der große Unterschied, warum die Falle einen vielleicht nicht ganz so mitnimmt, wie beispielsweise Eric Matthews am Anfang von Saw 3, ist einfach, dass das Setting an sich wesentlich größer ist, die Falle, es tut sich mehr, es ist lauter, es geht mehr irgendwie ab da, als quasi nur in einem abgelegenen dunklen Badezimmer, was quasi von der Atmosphäre und von der Spannung her diesem Boiler Room quasi deutlich überlegen ist. Das Einzige, was ich mich frage, ist, wann in diesem Boiler Room irgendwann einmal Freddy Krueger auftaucht. Das Böse an der Falle ist, sie hat eben so ein Gerät, das ich nicht ganz verstehe, dass sie irgendwie in den Kopf schießt und da befestigt ist, wo ich mich frage, wieso sie nicht einfach den Kopf quasi zurückgibt und dann... Naja, egal. Auf jeden Fall, der Schlüssel, das ihr Gerät abmachen kann, den hat William im Körper quasi hineinoperiert und sie geht dann mit der Kreissäge auf ihn los, was finde ich wirklich wahnsinnig gemein ist, weil er hat versucht, sie zu retten und im Endeffekt muss sie ihn killen, dass wäre fast ein wahnsinnig cleverer Moment, wenn die Frau aus der Skalpiertrap bei Saw 4 mit Rick nicht exakt dasselbe gemacht hätte. Wir gehen weiter zu Williams vierten Test und das ist quasi die Hauptfalle, der fallentechnische Höhepunkt von Saw 6. Und zwar ist das ein Karussell mit seinem sechsköpfigen Analyseteam. Wir sehen dann ein Tape von Billy und Billy erklärt William, dass Billy und William. Clever. Naja, dass nur zwei der sechs Leute insgesamt überleben dürfen. William muss entscheiden, wer. Er hat die Wahl. Die sechs drehen sich im Karussell, also im Kreis. Die Schrotflinte richtet sich auf denjenigen, der vorne sitzt, drückt ab, der wird erschossen und es dreht sich der nächste nach vor. Die einzige Möglichkeit ist, jemanden zu retten, dass William auf einen Knopf drückt, dann natürlich muss er selbst irgendein Opfer geben, sprich es bohrt sich irgendwas in seine Hand hinein und eben er kann es nur zweimal machen. Und der Grund, ich meine, die Falle, hoppala, ist prinzipiell ziemlich intensiv, ist vor allem ziemlich gemein wieder mal, weil genauso bei der Falle, wo er sich entscheiden hat müssen, wen er erhängt, ist William im Endeffekt wirklich direkt dafür verantwortlich, wer stirbt und dass wer stirbt. Und das Einzige, was mich wieder mal davon abgehalten hat, diese Falle als wirklich spannend und beeindruckend zu empfinden, ist einfach nur die Tatsache, dass sie fast konstantes Geschrei bietet und mehr oder weniger sieben Leute die ganze Zeit durcheinander brüllen. Was verständlich ist, was natürlich nachvollziehbar ist, aber was meiner Meinung nach diese typische Saw-Atmosphäre nicht gerade positiv beeinflusst. Und
Abgesehen davon kennen wir keinen der Charaktere wirklich. Ich meine, wir haben mittlerweile vielleicht eine leichte Bindung zu William, der uns aber wahrscheinlich nicht wahnsinnig sympathisch ist, aber sein Analyseteam haben wir genau vorher in einer Szene im Vorbeigehen vielleicht einmal gesehen und das war's. Und prinzipiell dadurch, dass die dann im Endeffekt auch für die Urteile, die William ausspricht, verantwortlich sind, macht sie jetzt nicht wahnsinnig sympathisch in unserer Meinung. Und was außerdem nicht ganz so hilft, ist, dass die Falle mit 7 Minuten eine der längsten Fallen des kompletten Saw-Franchise ist. Und im Endeffekt, auch wenn ich natürlich gesagt habe, dass die Atmosphäre beim Badezimmer und so weiter wesentlich höher war und man da nicht so dabei ist, ist es vor allem bei der Länge und natürlich bei dem, was passiert, nämlich dass eigentlich ein Hilfloser nach dem anderen brutal abgeknallt wird, trotzdem ziemlich heavy zum Anschauen, das muss man auch zugeben. Auch bei The Hoff gibt's Neues, weil mittlerweile wird das Video, das bei Seth Baxter gefunden wird, analysiert, komischerweise, dass vorher niemand auf die Idee gekommen ist, aber egal. Und sie kommen drauf, dass die Stimme nicht von Jigsaw ist, sondern von jemand anderem. Man hat angeblich die wahre Stimme gefunden, Erickson, Perez und Hoffman gehen sich das anschauen. Und apropos, ich meine, es ist logisch, dass das so gemacht wurde, aber ich muss es trotzdem erwähnen. Ich finde es echt cool, dass bis jetzt eigentlich Jigsaws Stimme bei allen Fallen präsent ist, außer eben bei denjenigen, die Hoffman quasi auf eigene Faust inszeniert hat. Das ist, wie gesagt, nach dem Zusammenhang und so weiter eh die einzige Art, wie man das machen hätte können, aber trotzdem ziemlich clever, das sollte man dazu sagen. Hoffman verhält sich jetzt ehrlich gesagt bei dieser Audioanalyse auch ziemlich verdächtig und als man ihn darauf anspricht, meint er auch nur, naja, er ist einfach nur sehr nervös, was bei diesem Video rauskommt. Es ist wirklich unfassbar, dass ihm noch niemand bis jetzt draufgekommen ist. Auf jeden Fall, es gibt dann diesen Dialog zwischen Erickson und Perez und Hoffman, während die Tontechnikerin weiterarbeitet und man merkt einfach bei diesem Dialog, dass Erickson und Perez mittlerweile wissen, dass Hoffman der Täter ist. Und sie decken aber trotzdem so langsam auf, dass Strahm irgendwie nicht passt und dass er schon tot war, als die Fingerabdrücke hinterlassen wurden. Und wie gesagt, es wird immer klarer, dass sie wissen, dass Hoffman der Täter ist. Dann frage ich mich aber eines. Wieso gehen sie mit ihm in irgendein verlassenes Kämmerchen und bieten ihm quasi die einzige Chance, dass er sie noch irgendwie umbringen und danach entkommen kann? Ja, und natürlich, das ist die Konsequenz. Hoffman killt alle Leute unten in diesem Videolabor und ganz wichtig, weil wir uns das noch nicht denken konnten, sehen wir dann nachher das Flashback, wie Hoffman mit Strams Hand die Fingerabdrücke hinterlässt. Ja, wie gut, dass quasi der ganze Stram zerquetscht wurde, aber die Hand nicht beschädigt wurde. Toll! Dann kehrt Hoffman zurück in dieses Audiostudio, bringt auch dort Fingerabdrücke an. Es fällt sicher niemanden von den CSIs auf, wenn diese Fingerabdrücke gefrierbrannt haben. Und dann fackelt er dieses Audiostudio ab. Das heißt, kurz zusammengefasst, Hoffman, derjenige, der offensichtlich von Perez und Erickson vorher überführt wurde, über den aber trotzdem niemand anderer Bescheid weiß, kann ganz einfach durch diese Polizeistation gehen, zur nächsten Tankstelle, kann Benzin holen, kann mit einem Benzinkanister in der Hand zurück in die Polizeistation kommen und kann die abfackeln, ohne dass ihn irgendjemand aufhält. Es würde mich wundern, wäre es nicht dieselbe Polizeistation, in die auch Strahm im 5. Teil immer wieder reingekommen ist, ohne dass ihn irgendjemand aufgehalten hat. Naja, wir sehen in einem weiteren Flashback dann, dass Amanda und Cecil eigentlich zusammengearbeitet haben und dass sie quasi der treibende Grund eigentlich dafür war, dass er in die Klinik eingebrochen hat und dadurch auch in weiterer Folge für den Tod von Jigsaws Baby verantwortlich war. Ein Umstand, den Hoffman scheinbar wusste, warum auch immer, und deswegen wurde Amanda von Hoffman erpresst. Das war übrigens auch der Inhalt von dem Brief, den sie im 3. Teil gelesen hat, der bis jetzt noch nicht aufgeklärt wurde. Und Hoffman hat Amanda quasi dazu gezwungen, Lynn zu erschießen und damit den Hass von Jigsaw auf sich zu ziehen und das Spiel zu verlieren, weil Hoffman sonst Jigsaw von der ganzen Klinikgeschichte erzählt hätte. Gut,
Wie gesagt, der spannende Teil und für mich einer der Punkte, warum Saw 6 deutlich besser funktioniert als der fünfte Teil, ist einfach, weil dieser Hass und diese treibende Kraft zwischen Amanda und Hoffman deutlich besser funktioniert. Und jetzt kommen wir mittlerweile bei dem Film zur finalen Konfrontation. Wir haben quasi drei Zellen. In einer haben wir die Familie von dem Kerl, den William indirekt getötet hat. Wir haben William und wir haben die Reporterin, die bis jetzt ja auch nicht wirklich was geleistet hat. Und außerdem sehen wir dann, wie Jill Tuck Hoffman auf einen Sessel fesselt, weil während Hoffman quasi als finales Spiel von Jigsaw den Auftrag hatte, eben dieses ganze Spiel aufzubauen und in Gang zu bringen, war es quasi Jills Aufgabe, dann im Endeffekt nur Hoffman loszuwerden. Deswegen auch der Grund, wieso sie nicht wirklich was dagegen hatte, dass er da das Ruder übernimmt. Hatte sie weniger zu tun. Und das, was noch in der Box war, neben den Kuverts, was Jill von Jigsaw bekommen hat, war eine weitere umgekehrte Bärenfalle und die bekommt Hoffman aufgesetzt. Also, in dieser Box waren 5 Kuverts für Hoffman, ein Kuvert von Jill und ihr Test war es quasi, Hoffman dann im Endeffekt zu testen, was auch dann wieder dieses Tape aus dem vierten Teil erklärt, wo Jigsaw dann Hoffman erklärt, dass er quasi nicht glauben braucht, dass er ohne getestet zu werden weiterkommt. Es ist außerdem das erste Mal im ganzen Saw-Franchise, dass eine Falle zum zweiten Mal verwendet wird. Das letzte Tape, was jetzt dann spielt während der Falle von William, ist wieder mit Jigsaw und nicht mit Billy. Und die Familie des Mannes hat jetzt quasi die Chance, William entweder leben oder sterben zu lassen. Nachdem es die Frau nicht kann, drückt der Sohn den Schalter. William wird mit diesen Spritzen vollgepumpt mit der Säure. Und irgendwann einmal hat sich sein ganzer Oberkörper aufgelöst und quasi die Beine fallen um und die Eingeweide quellen nach draußen. Gore! Und damit ist quasi das Spiel vorbei. Kurz darauf quasi sitzt Hoffman weiter da mit der Bärenfalle, Jill macht die Tür zu und sagt zu ihm Game Over. Am Ende sehen wir dann noch, dass sich Hoffman von diesem Sessel irgendwie losreißen kann und die Bärenfalle so in die Stangen, Metallstangen bei der Tür halten kann, dass sie aufgeht. Ihm zwar dann, wenn er sich raus schält, dass die Wange aufreißt, aber dass er sie eben im Endeffekt überlebt. Das Witzige ist, apropos, dass er überlebt, nicht einmal Costas Mandylor wusste, ob der Charakter Hoffman den Film überleben würde oder nicht, weil während der Produktion wurden mehrere Enden gedreht, quasi um zu verhindern, dass irgendwas nach draußen sickert. Während dieser großen Finalszene ist übrigens Saw 6 der einzige Teil der Reihe, bei dem kein Tape läuft. Bei den Saws 1, 3 und 4 gab es ein Tape von Jigsaw, bei Teil 2 von Amanda und bei Teil 5 von Hoffman, bei Teil 6 kein Tape. Mit Saw 6 hat sich meiner Meinung nach die Reihe wieder nach dem fünften Teil ein kleines bisschen erfangen. Hoffman ist zwar nach wie vor so einfach zu durchschauen wie eine Glasscheibe, aber trotzdem schafft es die Polizei immer noch nicht. Das ist wieder irgendwie ein Schwachpunkt der Story und des Films. Aber irgendwie, je mehr Hoffman und Amanda und Jigsaw und quasi dieses Dreieck in den Film integriert wurden, desto interessanter fand ich vor allem diese Backstory. Und damit, dass William, derjenige, der indirekt auch an Jigsaws Tod mitverantwortlich war, der Kerl ist, der dieses Fallenspiel durchlaufen musste in dem Teil, waren die Fallen nicht ganz so belanglos wie im fünften Teil. Und es waren vor allem diese Tests teilweise wirklich ziemlich gemein und ziemlich anstrengend. Jigsaws Philosophie allerdings ist wesentlich weniger subtil, als sie es ansatzweise war. Und sie war es ja prinzipiell eigentlich noch nie. Aber sie wird meistens einfach nur ziemlich plakativ vorgeschoben und in den Vordergrund gedrängt. Und verletzt meiner Meinung nach in einigen Momenten dieses Show-Tell-Muster, in dem das einem einfach erzählt wird, was Jigsaw denkt und was seine Beweggründe sind. Abgesehen davon ist Saw 6 allerdings mit einigen Szenen, vor allem mit der wenig notwendigen, aber wahnsinnig harten Wagen-Falle am Anfang des Films, einer der härtesten Teile der Reihe. Und
von der Story her finde ich auch nicht einer der schwächsten.